So Leute, hallo, herzlich willkommen wieder zurück bei The Binding of Isaac Repentance. Letzte Runde haben wir einen schönen Creed-Modus gemacht. Und statt heute einen Normal-Run zu machen, werde ich heute einfach mal einen Challenge-Run machen. Und zwar den ersten mal. Wir arbeiten uns runter hier dann. Bis wir dann vielleicht durch sind. Und der erste Run ist Pitch Black. Und die sind halt vom originalen Binding of Isaac alle. Wie heißt nicht? Alle Runs. Und wir müssen nur Mom erledigen mit den. Also, dass es hier dunkel ist, nur. Ich mir die jetzt schon aufgesagt. Aber also, dann sind nur die hier und nicht die, die ganzen Spinnensäcke machen könnt. So. Oh, das ist awesome! Awesome! Ich mach die weg und vielleicht irgendwie noch ein wertvolles. Ace of Club. Boah, ist in Ordnung. Ja, Ace of Club. Leck mich. Da war ich jetzt keine Bucke her, bring die Scheißspinne. Überhaupt nicht. Oh, da ist ja jemand. Bisschen aktiv gegen mich über. Und. Naja, ich muss sagen, jetzt, wo man halt die, sag mal, die Challenge macht jetzt, die sind da eigentlich alle von Rebirth, jetzt die erste Challenge hier. Und das Problem ist einfach nur, die, es gibt hier solche den Boss hier, was eigentlich nicht normal ist bei Rebirth. Der kam erst bei Repentance. Alter. Lass mich jetzt viermal von ihnen hitten jetzt erstmal. Dreimal hitten. Okay. Lunch. Herzen gab's nicht. Ich hab Bombe vergessen dort. Echt? Wollte ihn vergessen. Ach, da oben. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Meine Freunde. Können sein, dass hier das Secret Room ist, der wurde da Secret Room? Ne, nicht. Okay, dann nicht. Auch hier Bock zu suchen. Na, ich hab alle Herzen voll. Okay. Okay, also ist es. Damit habe ich überall Probleme. Also, ich habe jetzt zwei Curses: Curse of Darkness. Und ich habe keine Ahnung, was für Herzen ich habe. Das sind momentan meine zwei. Fine. Lost Protected. Ist das wirklich gut gewesen, dass. Ja, gut. Hey! Ich muss sagen, die sind die intelligentesten von allen, ey, die. Wie gesagt, also ich muss sagen, wer jetzt, sag ich mal Jens, nicht Jens, sondern jetzt, alle, oh. Wer jetzt alle, sag ich mal, Erweiterungen geholt hat von The Binding of Isaac DLC, dann hier so anfängt, wird halt sehr schwierig haben, das alles jetzt zu machen. Weil es gibt ja viel mehr Gegner, schwere Gegner sogar, und andere Bosse, die halt nicht vorher da waren. Weil natürlich kann man erst alles bei Rebirth machen und dann später den nächsten besorgen, weil man kann, dadurch kann man in Ruhe erstmal ein paar Dinge freischalten,
wo dann die Schwierigkeit etwas geringer ist. Ne, ich bleib nicht damit. Ich hab wirklich kein Vertrauen. Da gehen wir auf Angel Deals. Ich erkenne hier ja nichts. Tickpille. Ah, was ist da wirklich vorteilhaft? Natürlich nicht. Warum? Wo kommt die Spinne her? Frechheit. Komm. Und ich habe langsam für mich selber einen Plan gemacht, wie ich was uploade. Weil langsam Beugensystem. Sonst komme ich einfach durcheinander an Zeit. Ich würde gerne. Kann man hier irgendwas erkennen? Ich glaube nicht. Ja. Cool. Health down. Ach, bitte. Sag mal, Uploadplan für mich selber. Alles weiterkommen wir natürlich bei Isaac. Ich habe überlegt, sag mal, Dienstag und Freitag. Was war das? Dienstag und Freitag waren für mich irgendwie Strategiespiele. Weil ich dachte, ach, gibt ja die einige, die auch Strategie mögen. Da vielleicht mal ein paar Strategiespiele rausgesucht, zum Beispiel Age of Empires 2. Ich wollte eigentlich vorher Star Wars Empire at War machen, aber jetzt kommt das große Aber leider. Ich versucht habe aufzunehmen, ich habe irgendwie probiert aufzunehmen, es geht einfach nicht. Ich habe jetzt, es, ich muss jetzt separat irgendwie aufzeichnen über das Spiel hinaus, aber das ist halt bescheuert, wenn ich halt nur die Kämpfe aufnehme und nicht jetzt, sag mal, weg wie die Kampagne spielen möchte. Bringt das persönlich gar nichts. Deswegen halt dann gedacht, gut, mag doch nicht das. Sondern eher auf, Ghost Baby. Machen wir solche Age of Empires 2 zuerst. Ich habe erst überlegt, Age of Empires 1, aber ich habe damals ganz gerne gespielt, damals in meiner Kindheit. Mein Vater noch mehr ganz, aber für mich ist der zweite ganz hängen geblieben. Der erste Teil und der erste Teil. Wenn ich jetzt gespielt habe, mal, also denk mal alle Spiele wieder, so die ersten Levels, die sind wirklich in meiner Sicht ziemlich langsam von damals. Weil ich weiß selber, dass Age of Empires 2 auch nicht sehr schnell ist, aber es hat also es ist ein angenehmes langsam. Es hetzt nicht so sehr. Und es ist einfach für mich persönlich angenehmer. Und ich mag eher die Ritterzeit als statt die, sag ich mal, die Bronzezeit und mit, sag ich mal, Steinzeit. Das ist so, ja, kann man haben, muss man aber nicht. Das ist halt meine Meinung. Also, ich werde vielleicht machen, wenn, sag ich mal, viele Leute darüber mehr interessiert sind. Da würde ich auch, sag ich mal, pro Mission spielen wollen. Das bedeutet, dass ich halt sag mal für eine Mission spiele und das für eine Folge. So war das von mir gedacht worden. Weil das klingt ganz gut, so was. Ihr habt natürlich eine relativ lange Folge.
ein Level komplett durch. Aber ich werde natürlich im ersten Part vom Age of Empires 2 würde ich eher ach scheiße, ich kann nichts erkennen hier. Würde ich auch erst, sag mal, das von Wilhelm von William Wells würde ich eher in zwei oder drei Parts machen. Ich glaube eher in zwei Parts. Eins, was jetzt zeigt, wird die ersten fünf Missionen und dann die letzten beiden. Weil die William Wells ist ja wirklich das Tutorial, wo man das Spiel kennenlernt. Es soll ja nur, sag mal, Einstieg sein. Und ich glaube, ich versuche auf mittlere. Ich hab's keinen Shop? Seit wann gibt's denn hier keinen Shop? Okay. Ich habe jetzt noch keine Ebene entdeckt, wo kein Shop entstanden ist. Das ist strange. Ja. Das ist jetzt, und da ich überlege, die ganzen. Sag mal, die ganzen Missionen zu machen. Ich habe auch gesehen, dass eine Beta hier für die Koop-Mission sogar. Von, Age of Empires. Da ich überlege, mit meinem Bruder zusammen zu machen. Dann früher oder später. Könnte auch interessant werden, weil wir auch damals, wir spielen ab und zu mal auch gerne, Koop von, StarCraft 2. Ja, könnte auch interessant werden. Wo wir manchmal auch 2 gegen 6 gespielt bei Age of Empires. Das haben wir sehr oft gemacht. Wir haben versucht, sag mal, ich fand, das war die längste Mission, weil wir jemals gespielt haben. Ich glaube, das war auch immer so laggy gewesen, weil immer so viele Einheiten da waren. Das war einfach mal ein Shitfest gewesen. Und hat immer keinen Bock mehr gehabt, die ganze Situation. Weil es war einfach nur noch nervig gewesen, die Mission. Nicht die Mission, sondern. Ach, scheiße. Das Level. Die Karte. Wir haben nämlich auf Teaminsel gespielt. Und natürlich haben wir, natürlich, ich und mein Bruder mal zusammen. Und das andere Team, also DX-Spieler-KI, haben natürlich eine andere Map gespielt. Und ach scheiße, was ist das denn hier? Und es ist halt übelst nervig für mich persönlich. Das ist für mich persönlich ein Erfolg. Ich hasse auf Age of Empires immer wieder Schiffschlachten. Es hat mir nie gefallen. Wenn immer mit Schiffen kommt, dann wirkt immer sehr stark im Nachteil, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das so spielen soll. Ja, hier gibt es eine Methode, aber ich habe keinen Bock darauf gehabt. Bin ich jetzt ehrlich. Also wir haben knapp 5 Stunden die Runde gespielt. 5 scheiß Runden. Das Spiel hat natürlich nur 3 Stunden angezeigt. Weil das war so laggy gewesen halt, diese Geschichte. Deswegen waren auf immer nur 3 Stunden. Wir haben 2 Stunden leck gesagt. Also dann ist jetzt 2 Stunden ruggelt. Und ja, wenn du so lange bist, darum deswegen. Es macht mir beim Privatspiel ganz sehr Spaß. Aber will ich niemals aufnehmen, weil erst Linie für euch nur langweilig sein wird. Ich werde sicherlich nur sowas aufzeichnen, was interessant mehr wirken kann. Sagen wir quasi Age of Empires, die
die Mission, beziehungsweise die Kampagne. Zum Beispiel Barbarossa, Saladin, William, Junge von Orion. Oder, was gibt's denn noch für Leute? Genghis Khan. Weil ich eh eine Mission von Genghis Khan übelst verabscheue. Ja, und das ist halt jetzt mein zukünftiger Plan gerade. Dass ich halt was mache. Und da überlegst, achso, stimmt ja. Weil ich das so jetzt nicht würde. War Thema Strategie. Weg mit meinem Bruder zum Beispiel Koop spiele. Zählt das nicht für Strategie. Dann zählt das für den Koop bei meinen Aufnahmen. Weil ich halt mit Kumpels, beziehungsweise mit meinem Bruder. Mein Bruder kann ja zwar, ich werde sicherlich öfter mit meinem Bruder zusammen spielen. Weil er mehr Zeit hat als meine Kumpels. Und deswegen werden wir meistens Strategiespiele spielen, höchstwahrscheinlich. Schon wieder kein Shop? Gibt es selber keinen Shop mehr? Komisch. Ja, deswegen werden wir meistens Koop spielen und ich dadurch sage, Koop ist was anderes als solche würde ich auch sagen zwischen Koop. Ich habe auch überlegt, Crusader Kings 3 alleine zu spielen oder mit meinen Kumpels. Ah, dann wird es mal der Kunst für mich gewesen. Kumpels und Singleplayer ist dann mal andere Thema. Du kannst ja nicht direkt mal mittendrin deine Kumpels einladen. Das hätte mal scheiße, so im Flow zu sein. Deswegen habe ich überlegt, Koop bei Koop zu packen, wenn es nicht bei Minecraft ist, ja anders für mich persönlich. Was, oh, ich kann nicht sehen, ja, und der. Bringe jetzt Deep 1. Und deswegen ist meine persönliche Meinung eher Koop bei wird dann immer bei Koop aufgenommen und Dingsbums, wie heißt das? Strategietagen. Dann habe ich auch überlegt, Horror zu spielen. Aber ich habe ja nicht so viel Horror. Das bedeutet, ich werde her, sag ich mal. Wenn wir jetzt fett und langsam? Naja. Noch mehr fliegen. Weg jetzt. Ja. Belzebub. Dachte ich mir schon. Und. Deswegen spiele ich dann wieder. Deswegen haben meine Kumpels auch. Wir haben ja alle Arbeit und beziehungsweise Privatleben, dass wir halt nicht jeder immer mit aufnehmen kann. Und deswegen würde ich dann auch Verständnis zeigen. Dann sagen wir irgendwann meine Kumpels. Ihr mögt euch meine Kumpels, wollen ein bisschen mehr von denen sehen. Aber ich kann ja nicht sagen, na los, meine Zuschauer wollen euch mehr sehen. Ich will ihn nicht zwingen. Das Wort bin ich überhaupt nicht. Wenn die wollen, dann können sie ins Ende kommen. Weil mein Kumpel, Stocki, der sagt so, er hat kein Problem. Er würde dann auch ganz gerne ganze Schmutz erzählen. Und ja, das ist mies ideal. Wollen wir das gerne mitmachen. Immer wieder. Wir freuen uns immer, herzlich willkommen. Stimmt so. Ach, sich verarschen.
Okay, und nein, überleg Horror. Und bei Horror, wenn ich keine Horrorspiele habe, beziehungsweise mir keine einfällt, was für mich persönlich Spaß macht. Ich denke mal, ich finde sicherlich etwas immer wieder. Da ja, kenne ich mich jetzt wohl auch den Game Pass habe von Xbox. Gibt es auch Five Nights at Freddy's zum Beispiel, was man spielen könnte. Und naja, ich bin nie der Meinung gewesen, ich spiele das ein vollkommen Durchschnittsspiel, ja. Da bin ich überhaupt nicht so in der Richtung. Ich würde eher sagen, bei Five Nights at Freddy's ist, glaube ich, immer meine Motivation, das durchzuschaffen, sehr gering. Da empfehle ich euch eher bei Corrupted das anzugucken. Der hatte nämlich alle Teile gespielt und zwar auf 100% alles. Das bedeutet auch sogar das Secret Ende. Der sogar auch die Challenge gemacht mit 20, 20, 20, 20. Oh. Wie 20 mal geht. Und ja, wenn man sowas interessiert, würde ich eher empfehlen, bei Ihnen anzugucken alles. Anstatt bei mir dann. Ich würde sicherlich Jux und Fun mal ein, zwei Folgen machen. Soweit ich komme, bis ich irgendwann verzweifle, einfach aufgebe. Und ja, das ist halt meine Sache. Bei sowas, ich weiß irgendwie sicherlich irgendwann. Sicherlich mal auf die Taktik bei Five Nights at Freddy's. Aber irgendwann, ich habe ja gesehen, zum Beispiel bei Corrupted, wie anstrengend er das Spiel gespielt hat. Und für mich ist er nicht mal Blind. Ich denke mal, euch wird eher interessieren, ob Blind ist bei mir oder nicht. Ich habe zum Beispiel Resident Evil 6? Ne, 6 nicht, ich glaube, ich spiele mit Bruder zusammen. Resident Evil 7. Alter. Ja, und bei der auf zu springen langsam. Alter, du bist mir auf den Sack. Du Kackvieh. Genau, jetzt spuckst du, jetzt spuckst du, jetzt voll Kind interessiert mehr, ja? Du hast keine Spawn, du hast nur gekotzt und gespuckt, du Penner. Okay. Ja, deswegen, ich würde sicherlich einfach Folgen machen. Sicherlich sind nur Jumpscares, deswegen würde es sicherlich lustig sein wegen Schrecke. Da ich vermutlich auch mal meine Cam anschalten werde dafür, für euch, dass ihr vielleicht den Jux von meinem ängstlichen Gesicht sehen wollt. Es kann doch nicht wahr sein, warum? Nicht sauer sein, ganz ruhig. Wie damals bei der Mutter, meine Mutter sagte, wenn ich rumbrülle und rumschreie beim Spielen, nimmt sie meine Konsole weg. So war ihre Devise gewesen. Wenn ich rumbrülle beim Spielen, will ich meine Konsole wegnehmen. Man muss sagen, es ist vollkommen richtig. Und deswegen finde ich das persönlich gesagt immer eine schöne Sache, dass ich halt damals von meiner Mutter mehr Regeln bekommen. Dadurch bald ja sehr wenig rumgebrüllt beim Spielen. Bin ja relativ entspannt dadurch gewesen. Ich bin ab und zu mal sauer. Ich eigne mir. Ich habe 42 Körner besitzt haben. Ja, und das. Und die in dem Fall. Wo ich stehen bin von vorher.
Gott, total vergessen, wo ich stehen geblieben ist. Natürlich Kacke. Ja, was soll ich sagen? Und deswegen ist er halt immer interessant. Och, dann noch der. Stuck. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Nehmen wir mit. Gibt's noch ein Gold rum? Heiko schnitt drum, scheiße. Alles klar. Alles klar. Take it. Take it. Auf der Bläter Ding. Was kann er denn jetzt überhaupt an der? Hier ist noch mehr Money. Ah, oh, kann schießen jetzt so. Wusste. Das schon vorher was? Kann ich gar nicht mehr erinnern. Ach so, Stuck ist einfach nur, dass meine Begleiter stuck sind. Ah, understand. Aber ob es wirklich gut ist, ist eine andere Sache. Something is wrong. Ich glaube es nicht unbedingt. Nein. Ich denke doch ein anderes mit. Ich soll lieber dann hier rumfliegen weiter. Und. Ja, mit Horror. Weil ich schnell blieb. Dann ich werde sicherlich ein paar Spiele raussuchen, wo ich mir kuseln kann und rumpfisch schreien. Je nachdem. Ich hoffe, ich finde überhaupt an den nie mit erstmal von Anfang. Und wird auch, sag mal, zweimal in der Woche kommen, so die Tower. Wo soll ich nur töten, ne? Mom. Okay, das war für der Challenge. Oh. Rule of Fragrances. So, Leute. Das war es jetzt für die erste Challenge von Pitch Black. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und lasst ein Like da. Ciao, ciao.